In diesem Video schauen wir uns an, wie wir den AVM Fritz Repeater 1750E auch im Problemfall mit einer Fritzbox koppeln können. Habt ihr das Ding jetzt neu gekauft und die Verpackung ist auch wirklich noch versiegelt, sollte das Gerät eigentlich im Werkszustand sein. Ich würde trotzdem sicherheitshalber immer den Werkszustand einmal wiederherstellen, bevor der Inbetriebnahme, nicht, dass ihr einen Retourenrückläufer bekommen habt, der vorher schon konfiguriert war oder irgendwelche anderen Probleme mitgeschleift werden. Um das zu tun, verbinde ich den Fritz Repeater erst einmal mit dem Strom. Und jetzt heißt es erstmal warten. Den Werkszustand können wir erst wiederherstellen, wenn die oberen beiden Lämpchen durchgängig leuchten. Danach drücke ich 15 Sekunden lang auf die WPS-Taste, so lange, bis alle drei Lämpchen gleichzeitig das Blinken beginnen und ja, dann beginnt die Prozedur, dass der Werkszustand wiederhergestellt wird. Ist das abgeschlossen, müssen wir auch wieder einen Moment warten, bis der sich wieder komplett hochgefahren hat. Jetzt kommt der einfache Teil, jetzt drücke ich einmal die Connect-Taste an meiner Fritzbox 7590. Falls ihr keine Connect-Taste habt, bringt bitte in Erfahrung, welches bei euch die entsprechende Taste ist. Und wenn dann die Fritzbox das Blinken anfängt, drücke ich auch kurz die WPS-Taste auf dem Repeater und dann finden sich die beiden. Dass die Kopplung erfolgreich war, sehe ich dann an den durchgängig leuchtenden WLAN-Symbolen oben am Fritz Repeater. Um zu überprüfen, ob das Ganze jetzt geklappt hat und der Repeater auch entsprechend im Meshnetz eingefügt wurde, gehe ich mal auf die Oberfläche der 7590 und hier kann ich dann sehen, dass neben dem Repeater das Mesh-Symbol ist und soweit dann auch alles geklappt hat. Falls ihr Probleme beim Koppeln habt, wäre mein Rat, nochmal Werkszustand probieren. Und auch ganz wichtig, beim Koppeln muss der in der Nähe der Fritzbox hängen. Sobald die Kopplung dann durchgeführt ist, kann man den an seinen Verwendungsort hängen. Ich würde immer empfehlen, den nahe bei der Fritzbox für die Kopplung zumindest zu haben. Das ganze Video habe ich jetzt bewusst kurz gehalten. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt oder mir ein Abo dalasst.